Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu meiner Sendung und am Ende steht Freiheit. Heute möchte ich mal etwas so aus meinem eigenen Leben, aus meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Ich finde das auch immer ganz spannend, denn selbstverständlich gehört auch bei mir die Alpha-Synapsen-Programmierung zum täglichen Leben dazu. Die erste Geschichte, die ich erzählen möchte: Ich habe ja zwei Hunde, habe ich glaube ich schon erwähnt, und die sind nicht gewillt, am Wochenende länger zu schlafen. Also die wecken mich morgens um 5:30 und dann möchten sie Gassi gehen. Da wir in der Mitte vom Dorf wohnen, ziehe ich mich meistens gar nicht groß an, sondern nur eine Jacke über den Schlafanzug, meine Hunde in den Kofferraum und dann fahre ich raus aufs Feld, Kofferraum auf, Hunde laufen. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Das Auto stand so leicht schräg, wollte die Fahrertür zumachen, hatte den Daumen drin und die Tür flog zu. Sofort ereilte mich ein stechender Schmerz. Ich habe dann die Fahrertür wieder aufgemacht, meinen Daumen angeguckt und in Sekundenschnelle wurde er so dick. Ich hatte wahnsinnige Schmerzen, mir wurde dann auch ganz richtig übel. Und ich dachte schon, ich muss mich jetzt erstmal hinlegen, die Beine hoch, damit mir der Kreislauf nicht kollabiert. Bin dann aber trotzdem, weil meine Hunde mussten natürlich ihr Geschäftchen machen, mit meinen Hunden gelaufen und bin dann nach Hause, habe den Daumen gekühlt und habe meine Alpha-Scheibe geholt und habe eine Behandlung da drauf gemacht. Nach 2 Tagen hatte ich überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich hatte zwar einen blauen Daumennagel, aber alles andere war komplett weg. Finde ich wahnsinnig interessant. Also es war jetzt nicht keine Spontanheilung, kein Wunder. Das erwarte ich auch nicht. Ich habe auch in diese Behandlung, als ich mich selber behandelt habe oder selber programmiert habe, nicht unbedingt groß eine Erwartungshaltung reingesetzt, sondern einfach so nach dem Motto, ich mache da jetzt mal was und es wird schon funktionieren. Die zweite Geschichte ist auch wieder bei mir zu Hause passiert. Ich bin nachts aufgewacht und musste auf die Toilette. Also ich bin aufgestanden und meine beiden Hunde, die liegen bei uns im Schlafzimmer auf dem Boden. Und mein Großer, der lag wo er sonst nie liegt. Auf jeden Fall bin ich im Dunkeln über meinen Hund drüber geflogen oder wäre fast auf ihn drauf geflogen. Und vor lauter nicht, dass ich auf meinen Hund drauf liege, habe ich mich seitlich weggeworfen und habe mir derart das Handgelenk verstaucht. Und auch da war wieder das Gleiche. Es hat wahnsinnig geschmerzt. Bin sofort zum Kühlschrank gelaufen, habe Eis drauf gemacht. Und während ich mit der einen Hand den Eisbeutel hingehalten habe, habe ich zu meinem Mann gesagt, der kam dann, der ist erschrocken, ne? Es war ja ein lauter Knall, hol mir die Alpha-Scheibe, ich muss mich jetzt sofort behandeln, sonst wird das Handgelenk dick und dann funktioniert das nicht mehr. Auf jeden Fall, währenddessen habe ich mich dann selber behandelt. Am nächsten Tag, also die Schmerzen, die wurden dann im Laufe der Nacht noch schlimmer. Am nächsten Tag wurden sie auch noch schlimmer. Und dann dachte ich mir, ich glaube, ich gehe mal zum Röntgen. Es könnte ja sein, dass es gebrochen ist. Und gebrochen war nichts. In der zweiten Nacht haben die Schmerzen so ihren Höhepunkt erreicht. Und ich bin dann irgendwann nachts aufgestanden, habe eine Schmerztablette genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es war nichts mehr. Ich hatte überhaupt keine Schmerzen mehr. Ich konnte das Handgelenk bewegen, als wäre nichts gewesen. Und dann dachte ich noch, gute Schmerztablette, muss wohl guter Stoff gewesen sein heute Nacht. Das kommt bestimmt noch von der Schmerztablette. Auf jeden Fall mittags waren die Schmerzen immer noch nicht zurück und abends waren sie auch nicht zurück. Und dann war mir klar, es war jetzt nicht nur die Schmerztablette, sondern das war die Behandlung. Offensichtlich ist es so, ich habe jetzt bei diesen beiden Erlebnissen die Erfahrung gemacht, dass die Schmerzen erstmal schlimmer wurden. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wie wenn der Körper sich selber hilft und versucht, das zu reparieren und das natürlich auch dann wehtut. Es gibt unterschiedliche, das waren jetzt Symptombehandlungen, sage ich jetzt mal. Mir war natürlich auch klar, wenn so etwas passiert, ein Unfall, mit dem man eigentlich außer Gefecht gesetzt wird, dann hat es einem ja auch was zu sagen.
Als ich mir das Handgelenk verstaucht hatte, war mir klar, okay, ich glaube, ich muss einen Schritt rückwärts gehen, etwas langsamer machen. Und ich habe mir tatsächlich 2 Tage Ruhe gegönnt und habe in diesen 2 Tagen gar nichts gemacht. Also zu dieser Selbstreparatur des Handgelenks kam auch die Einsicht. Und ich glaube, diese Einsicht, die muss dann auch kommen, wenn so etwas geschieht, zu erkennen, dass da was dahinter steht, dieser Sturz, der will mir ja etwas sagen. Es gibt noch ganz unterschiedliche Geschichten. Zum Beispiel, meine Kinder, die gehen auf die Waldorfschule. Und dann gab es einen Riesenstress mit dem Geschäftsführer dieser Schule, der Elternschaft und den Lehrern. Die hatten sich total zerstritten. Es war wirklich richtig, richtig schlimm. Mit E-Mails, mit Anrufen, mit Briefen voller Emotionen, Wut und Angst und Sorge flossen da hin und her. Und ich mir dann irgendwann gedacht habe, das kann ich mir jetzt nicht mehr länger mit angucken. Fast schon ein bisschen spät, ich hätte früher einschreiten sollen. Und dann bin ich hergegangen und habe diese Situation zu Hause mit der Alpha-Synapsen-Programmierung behandelt. Und zwar mache ich das dann immer so, dass ich sage, okay, ich nehme mir jetzt mal die Lehrer raus, die daran beteiligt sind, aber ich will ja nicht manipulierend oder übergreifend sein, sondern ich sage dann, was brauche ich, um den Anteil in mir zu heilen, der dazu beigetragen hat, dass diese Lehrer jetzt so emotional, so übertrieben emotional reagiert haben. Der nächste Schritt war dann, dass ich mir die Eltern, die daran beteiligt waren, rausgenommen habe, habe das Gleiche mit diesen gemacht, den Geschäftsführer, um den es letztendlich auch ging, und natürlich auch die Kinder, denn die waren natürlich auch davon betroffen. Beim nächsten Elternabend, also der vorhergehende Elternabend, ist eskaliert. Der nächste Elternabend war erstaunlich ruhig. Sicherheitshalber hat der Klassenlehrer schon den Vertrauensrat der Schule mit dazugeholt zu diesem Elternabend, damit die im Falle einer Eskalation einschreiten können. Soweit kam es aber gar nicht. Die wurden gar nicht gebraucht. Seltsamerweise waren sowohl die Eltern als auch die Lehrer nicht emotional. Sie waren ruhig, sie waren in ihrer Mitte. Und auch dort konnte man ganz deutlich so eine Einsicht, so einen Bewusstwerdungsprozess erkennen. Das Schöne aus diesem Erlebnis war dann auch, dass die Eltern letztendlich erkannt haben, um was es eigentlich geht. Es geht nicht darum, die eigenen Befindlichkeiten auszutoben als Eltern oder als Lehrer, sondern es geht doch um die Kinder. Wir sind in einer Schule, und was alle Eltern sich wünschen in dieser Schule, dass dort die Kinder glücklich sind. Das hat die oberste Priorität. Und die Eltern und auch die Lehrer haben erkannt, dass wenn ich möchte, dass die Kinder glücklich sind, dass dann die eigenen Befindlichkeiten in den Hintergrund treten müssen. Es geht gar nicht anders. Damit aber diese Befindlichkeiten, damit ich die außen vor lassen kann bei einem bestimmten Thema, muss ich sie auch heilen können in irgendeiner Form. Und manchmal frage ich mich, wie lange dauert es noch oder was brauchen wir noch, um zu erkennen, dass wir nicht aus den Emotionen heraus Entscheidungen treffen sollten. Und schon gar nicht, wenn es um Kinder geht, wenn es um Kranke geht, um Menschen, die arm sind oder leiden, wenn es um die Erde geht, wenn es um die Tiere geht und wenn es um unseren Planeten geht. Ich glaube, diese Bewusstwerdung ist ganz, ganz wichtig, um weiterhin ein Leben auf diesem Planeten führen zu können. Heile dich selbst. Heile dich selbst, damit man nicht über Befindlichkeiten oder Emotionen diskutieren muss, sondern damit man Lösungen findet, wie es weitergeht, wie es im Leben weitergeht, wie es in der Schule weitergeht, wie es im Kindergarten weitergeht oder wie es in der Familie weitergeht. Auch was
die Kinder untereinander betrifft. Auch da habe ich natürlich meine Erfahrungen gemacht. Ich habe schon mal erzählt, mein großer Sohn hatte Probleme mit der Rechtschreibung, mein kleiner Sohn hatte ein Problem mit Mobbing in der Schule. Auch das habe ich wunderbar, einfach indem ich gefragt habe, was von der Alphascheibe brauche ich, um das aufzulösen, um zu heilen, um den Anteil in meinem Sohn zu heilen, der sich so eine Situation ins Leben gezogen hat, um meinen Anteil zu heilen. Und es ist auch so, ja, meine Söhne, der eine ist 12, gerade in der Pubertät, der Kleinere ist 11, da fängt die Pubertät langsam an. Ne? Und wir wissen ja alle, Pubertät, das ist die Zeit, wo die Eltern schwierig werden und natürlich die Konflikte zwischen meinen Söhnen auch immer mal wieder eskalieren. Und auch da gucke ich gar nicht lange zu, sondern sage, was brauchen die beiden jetzt, was brauchen die für eine Frequenz, wie kann ich die Frequenz von dieser Wut und von diesem Stress, wie kann ich die verändern, damit da wieder ein Ausgleich stattfindet. Prinzipiell sind da Konflikte nicht schlecht. Konflikte dienen ja immer dazu, daraus etwas Besseres zu machen. Zu lernen, zu verstehen, zu begreifen, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich wieder in eine solche Situation komme, anders entscheiden kann. Und natürlich, was mich betrifft auch, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch mit ganz normalen Emotionen und auch mir kann es immer noch, nicht mehr oft, aber mir kann es noch passieren, dass ich emotional reagiere oder dass ich mich verletzt fühle. Durch irgendwas. Wenn ich mich selbst verletzt fühle, dann heißt das ja nur, dass ich einen Anteil in mir noch nicht geheilt habe, nämlich der, der jetzt auf irgendetwas verletzt reagiert. Es ist auch wieder eine wunderbare Möglichkeit, da an sich zu arbeiten. Ich habe ja, als ich die Alpha-Synapsen-Programmierung angefangen habe zu entwickeln, als ich die Idee hatte, ich bin ja mit einem ganz großen Idealismus in diese Materie eingestiegen. Ich habe ja geglaubt, ich stelle alles kostenlos auf die Homepage zum Runterladen zur Verfügung und stelle das allen den Menschen zur Verfügung. Und habe dann irgendwann nach einem halben Jahr gemerkt, das funktioniert so aber nicht. Ich muss irgendwann mal anfangen, wirtschaftlich zu denken. Ich habe dann die Ausbildungen eben nicht mehr selber gemacht. Ich habe mein Konzept geändert. Ich habe die Lehrer ausgebildet, die jetzt die Alpha-Grundausbildungen geben oder die Easy-Alpha. Und so wurde jetzt so langsam, Schritt für Schritt, wurde aus dieser Methode Alpha-Synapsen-Programmierung ein Unternehmen, Alpha-Synapsen-Programmierung. Es sind inzwischen 70 Alpha-Lehrer, 15 weitere Alpha-Lehrer kommen im Herbst dazu. Es sind fast 400 ausgebildete Alpha-Spezialisten, die also auf meiner Homepage eingetragen sind. Dazu kommen bestimmt nochmal 300-400 Personen, die Ausbildung gemacht haben, aber sich nicht als Alpha-Spezialist eingetragen haben. Und natürlich noch ganz, ganz viele Menschen, die jetzt gar keinen Kurs besucht haben, sondern nur das Buch gelesen haben und selber mit der Alpha-Scheibe arbeiten. Also ist schon ganz groß geworden. Und wie ich bei der letzten Sendung schon erwähnt habe, da ist es Deutschland, Österreich, Schweiz, es kommt Frankreich hinzu, es kommt Spanien dazu. Ich habe Alpha-Scheiben verkauft nach Chile, nach Argentinien, nach England, nach Gran Canaria, nach Griechenland. All diese Plätze auf der Erde, die kommen jetzt dazu und man sieht, Alpha erweitert sich. Ich habe dabei natürlich auch festgestellt, jetzt ist es nicht nur eine Methode, aber wenn es ein Unternehmen ist, dann brauche ich eine Organisation und auch eine Struktur. Also es muss durchorganisiert sein. Es muss Dinge geben, es muss eine Datenbank geben. Die Homepage habe ich ja kürzlich verändert und neu machen lassen. Ich habe ein Jobsystem, früher habe ich den Vertrieb selbst gemacht, das konnte ich dann aber aus zeitlichen Gründen gar nicht mehr machen. Und so wächst es und es bekommt immer mehr Struktur und es wird immer organisierter, denn wenn sich das erweitert und wenn es immer mehr werden, dann muss es gut organisiert sein, sonst läuft das Ganze einfach aus dem Ruder. Und ich habe auch gelernt, in dieser ganzen Zeit nicht nur idealistisch zu sein, sondern auch wirtschaftlich zu sein, zu rechnen, eine Kostenaufstellung zu machen, wo sind meine laufenden Kosten, was habe ich für Einnahmen,
Bleibt da was übrig oder bin ich da ein Minus? Muss ich eventuell die Preise erhöhen? Muss ich schauen, kann ich noch irgendwo was einsparen? Und so habe ich begonnen, auch zu rechnen. Was mir dabei auch eine Hilfe war, das ist die Selbstbehandlung, weil ich war das ja nicht. Ich war nur eine Programmiererin. Ich war natürlich auch, oder ich bin immer noch eine Programmiererin. Ich bin auch eine Mutter und ich bin auch eine Hundemama und natürlich auch Ehefrau. Also man spielt so unterschiedliche Rollen. Und es kommt eine neue Rolle hinzu, nämlich die der Geschäftsfrau oder der Unternehmerin. Damit musste ich mich erstmal identifizieren und mich auseinandersetzen und habe dabei auch gemerkt, als ich mich für diesen Schritt entschlossen habe, weil ich will ja dieses Schiff Alpha-Synapsen-Programmierung weiterführen, soll sich ja weiter verbreiten. Ich möchte nicht, dass es irgendwann mal so im Sande verläuft oder dass es aus dem Ruder läuft und nicht richtig funktioniert. Habe ich gemerkt, dass ich auch angegriffen werde. Ne? So, die Lisi hat sich jetzt verändert, die wird jetzt kommerziell. Dabei, wenn man jetzt den Begriff kommerziell nimmt, aus dem Lateinischen, dann heißt es ja nichts anderes als wie miteinander handeln. Aber verstehen Sie, es ist natürlich auch so, keiner kommt zu mir und sagt, ah, Frau Götz, weil Sie da jetzt so eine tolle Sache gemacht haben, dann mache ich Ihnen die Grafik umsonst oder das Programm schreibe ich Ihnen umsonst oder mein Steuerberater oder mein Rechtsanwalt, die haben auch natürlich ihre Stundensätze. Das heißt, ich muss kalkulieren und trotzdem glaube ich, bin ich davon überzeugt, bin ich immer noch ich. Ich bin immer noch diejenige, deren liebster Aufenthaltsort der Wald ist, nämlich wenn ich mit meinen Hunden im Wald spazieren gehe, da bin ich am liebsten. Und wenn Menschen sagen kommerziell, dann unterstellen sie mir auch, ja, gewinnorientiert, die möchte noch mehr Gewinn machen, möchte noch mehr verdienen, möchte Anerkennung, vielleicht auch Ruhm oder Ehre. Und dann muss ich dazu sagen, das ist mir nicht wichtig, gar nicht wichtig. Weil wenn ich an diesem Ort bin, wo ich am liebsten bin, mit meinen Hunden im Wald, dann spielen diese Dinge überhaupt keine Rolle. Das Bankkonto oder Anerkennung oder Ehre oder irgendwas in dieser Richtung ist völlig, völlig zweitrangig. Und am liebsten bin ich morgens um 7 ganz früh oder am Wochenende schon um 5:30 mit meinen Hunden im Wald, weil dort ist die Energie noch so unverbraucht. Ich weiß nicht, ob jemand von den Menschen, die jetzt zuschauen, das kennen, so ganz früh morgens in den Wald gehen. Und gehen Sie wirklich in den Wald, wo wirklich viele Bäume sind. Und genießen Sie diese unverbrauchte Energie. Das ist eine ganz andere Energie, wie abends, wenn da schon Menschen durchgelaufen sind. Denn wenn ich mit den Hunden in den Wald gehe, dann bin ich so der erste Mensch, der jetzt durch diesen Wald durchgeht. Das Schöne daran ist, dass ich dann Rehe treffe, Hasen, Füchse oder auch einen Dachs haben wir schon getroffen. Und dort, wo ich spazieren gehe, da gibt es zum Beispiel auch ein weißes Reh. Ein weißes Reh ist ja für die Jäger was Heiliges. Es darf nicht geschossen werden. Es gibt es ab und zu, das sind Albino-Rehe, die kommen immer mal wieder vor, aber man sieht sie eigentlich nur ganz, ganz selten. Und morgens, ganz früh morgens, wenn noch der Wald unverbraucht ist und man geht da durch, dann hat man eine große Chance, auch mal ein weißes Reh oder andere Tiere zu sehen. Ich habe eine große Verbundenheit zur Erde, zur Natur und auch zu den Tieren. Das sind für mich reine Seelen. Also jeder Baum ist für mich auch eine Seele. Und wenn es mir nicht gut geht und wenn ich Kummer habe, dann lege ich beide Hände an einen Baum und dann frage ich ihn, hast du mir etwas zu sagen? Und dann spüre ich auch eine unglaubliche Energie und auch etwas wie Stärke oder Beistand und so Sätze, wir sind für dich da. Versuchen Sie das ruhig auch mal. Gehen Sie in die Natur, reden Sie mit den Bäumen, mit den Pflanzen oder mit den Blumen. Ich bin sicher, jeder von Ihnen bekommt eine Botschaft. Ich habe kürzlich ein Gedicht geschrieben. Ich habe früher ganz viele Gedichte geschrieben. Also in meiner Sturm- und Drangzeit, da war ich ja dauernd verliebt, dann war ich wieder entliebt, dann hatte ich wieder Liebeskummer. Dann habe ich
Dann habe ich mich nachts mit einer Flasche Rotwein, einer Packung Zigarillo, lauter Musik in meine Wohnung gesetzt, habe ein Gedicht geschrieben. Am nächsten Tag hatte ich einen Wahnsinnskater und habe mich dann immer gefragt, also Lisi, bist du eigentlich bescheuert? Wie kann man sich sowas antun? Ne? Jetzt ist das Leben natürlich komplett anders. Und kürzlich habe ich mich wieder hingesetzt und hatte so diese Idee, ich möchte ein Gedicht schreiben, das auch den Titel trägt wie mein Buch. Und am Ende steht Freiheit. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vorlesen. Ich schicke dir meine Krieger. Ich schicke sie in das Feld. Ich schicke dir meine Krieger. Sie machen dich stark und sie machen dich weich. Sie zeigen dir den Weg, denn sie sind dabei. Sie führen dich und sie machen dich frei. Ich schicke dir meine Krieger. Sie geben dir Sicherheit und sie begrenzen dich nicht. Sie spenden dir Trost und bringen dich in die Kraft. Sie zeigen dir Möglichkeiten und bringen dich ins Licht. Ich schicke dir meine Krieger. Sie nehmen dich an die Hand und halten dich fest. Sie trocknen deine Tränen und spenden dir Trost. Sie geben dir Hoffnung und den Glauben an dich selbst. Ich schicke dir meine Krieger. Ich schicke sie in den Kampf. In den Kampf gegen Hunger und Leid, gegen Armut und Würdelosigkeit, gegen Verzweiflung und Ungerechtigkeit, gegen Ausbeutung und Unterwürfigkeit. Ich schicke dir meine Krieger und ihre Waffen sind Edelmut und Tapferkeit, Respekt und Weisheit, Integrität und Unbegrenztheit. Ich schicke dir meine Krieger in den Kampf mit dir selbst. Ich schicke dir meine Krieger, weil auf dem Weg in die Freiheit du dein eigener Feldherr bist. Am Ende dieser Sendung möchte ich eine Programmierung dahingehend machen, dass ich Sie öffnen möchte für Veränderungen. Weil Leben heißt immer Veränderung und immer wenn wir uns gegen Veränderungen sträuben oder blockieren, dann entstehen Konflikte oder auch Symptome. Trauen Sie sich ruhig, so reinzugehen in diesen Fluss des Lebens, in Ihre Intuition und freuen Sie sich auf jede Veränderung, die kommt. Denn die bringt uns weiter, die macht uns reifer, die macht uns freier und letztendlich auch glücklicher. Denn unser Gehirn ist so programmiert, dass es sich über jede Veränderung freut und daraufhin mit der Produktion von Glückshormonen reagiert. Lehnen Sie sich zurück. Atmen Sie tief ein und sprechen Sie die Sätze nach, die ich Ihnen sage. Ich bin in Resonanz mit Erweiterung und ich bin bereit für eine Veränderung. Ich bin unbeschwert und leicht und ich bin bereit für eine Veränderung. Ich bin in Resonanz mit Enthusiasmus und ich bin bereit für eine Veränderung. Ich bin authentisch und ich bin bereit. Ich spüre meinen Platz im Kosmos und bin weit geöffnet und ich bin bereit. Ich bin ehrlich zu mir selbst. Und ich freue mich über jede Veränderung. Ich lasse meine Angst vor Veränderungen vollständig los und ersetze sie durch Liebe und Freude. Ich lasse meinen mangelnden Selbstwert vollständig los und ersetze ihn durch Selbstvertrauen und freue mich über jede Veränderung.
Und als letzten Satz, ich bin in Resonanz mit bedingungsloser Liebe und ich bin bereit für alle Veränderungen und nehme sie dankbar an. Ich genieße den Fluss des Lebens, lasse alle Blockaden, alle Widerstände vollständig los, stelle mich für das Ungleichgewicht anderer Menschen nicht mehr zur Verfügung, bin ganz bei mir, bin ganz in der Neutralität und freue mich auf meine Zukunft. Atmen Sie noch einmal tief ein und aus. Und wir sind wieder am Ende der Sendung. Und am Ende steht Freiheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.